Yo! Hey, hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Pokémon Twisted Rubin Randomized Nuzlocke Let's Plays. In der letzten Episode sind wir erfolgreich mit Heiko zurück nach Malvenfrost City gereist, haben natürlich auch unseren Arenaleiterorden bekommen von unserem Dad, aka Norman, und sind jetzt auf dem Weg zu Route 118, um von dort aus weiter durch die Welt der Pokémon zu progressen. Richtung Baumhausen City, wenn ich mich nicht täusche. Richtung Flugorden. Weiß nicht genau, wie der heißt, der Orden. Federorden oder sowas, glaube ich. Aber bevor wir weitergehen, gebe ich euch logischerweise ein kurzes Team-Recap, damit ihr wisst, wo wir zurzeit stehen. Ich habe dabei als erstes Pokémon in meinem Squad Shanna, unser Volnona-Gift-Fee-Typ mit innere Kraft, halt bei Austausch, Statusprobleme, Level 28 mit Diebeskuss, Mondgewalt, Matschbombe, Toxin und dem Giftschleim, um damit passiv Gift-Pokémon die ganze Zeit zu healen. Dann haben wir bei Toscha auf 47 unser Empoleon mit Zauberer, steht Items von Pokémon, die durch Attacken getroffen wurden. Hat die Offensivweste, weil Toscha thick as fuck ist im Special-Verteidigungswert. Und hat Psychoshock, Gedankengut, Lake und die Psychokinese. Nächstes Pokémon ist King auf Level 41 mit Stärke, Hornattacke, Zerschneider, Zertrümmerer, Expertengurt außerdem noch, um halt die ganzen verschiedenen Attacken zu boosten in verschiedenen Situationen. Wolke 7 hebt Wettereffekte auf. Habe ich schon gesagt, der ist Level 41? Kann sein. I don't remember. Goldfischgedächtnis und so. Nächstes Pokémon ist noch unser Ei. Es braucht noch sicher sehr viel Zeit. Wir sind immer noch dabei zu versuchen, das Ei auszubrüten. Deswegen haben wir noch einen freien Slot in der Party. Dann haben wir noch dabei unser neues Glurak Cinder 38 mit dem Schwebe durch. Überwindet gegnerische Schilde und greift an. Super gut die Fähigkeit. Flügelschlag, Funkenflug, Drachenwut, Hitzekodder. Und es trägt die Schutzbrille, um gegen Puder- und Sandeffekte klarzukommen. Und last but not least unser Starter Press mit Viskosität, Flügelschlag, Donnerwelle, Funkensprung und dem Überrestet für den passiven Heal. By the way, ich habe mich jetzt nochmal mit Mimsu unterhalten und er hat mir gesagt, dass durch das Major Update die ganzen Evolve-Steine, sag ich mal, im Job sind in der anderen Stadt hier unten. Was das für uns bedeutet, ist, dass wir jetzt einmal hier runtergehen und ganz kurz den Mondstein kaufen für King, um King zu entwickeln. Schau mal ganz kurz. Ja, ich habe hier noch einen Schutz. Sehr schön. Ist zwar nur einer, aber okay. Vielleicht sollte ich mal ein paar Schutz kaufen für zukünftige Wege. Ich hätte auch über den Fahrradweg gehen können, aber das habe ich absichtlich nicht gemacht, weil da eine Menge Trainer drauf sind auf dem Fahrradweg. Und wenn ich da über den Fahrradweg gegangen wäre, hätte ich die ganzen Trainer mitnehmen müssen und dann hätten wir noch mehr XP gekriegt. Wir sind nämlich mit all unseren Pokémon on par, außer mit zweien, die ein kleines bisschen stärker sind. Ich meine, ah, wir haben noch Superschutz ohne Ende dabei. Sehr nice, okay, nevermind dann. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich bin ganz froh darüber, ein paar Pokémon zu haben, die ein bisschen was stärker sind. Ist relativ solide für uns. Kann man sich auch dann drauf verlassen, auf Toscha und unseren Starter Press. Aber ja, der Gute hat mich wissen lassen, weil ich habe nämlich gesagt, ich brauche einen Mondstein und habe dann gegoogelt auf PokeWiki, wo man normalerweise in Oras Mondsteine findet. Und wir hätten zwei Stück finden können. Einmal gibt es einen in Meteorfällen und auf dem Steilpass, von dem wir runtergekommen sind, nachdem wir gegen Team Magma gekämpft haben, da hätten wir auch einen finden können. Und ich glaube, das war der einzige Weg, ironischerweise, den wir nicht runtergegangen sind, wo der Mondstein lag. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, dann gehe ich nochmal zurück und hole nochmal die Mondsteine. Aber er hat mir gesagt, mit dem neuen Update ist der TM-Stand hier immer noch der TM-Stand. Aber weil die Leute wohl mehr oder weniger kaum TMs kaufen in Pokémon-Spielen, hat er gesagt, hat er einen der anderen Stände, wo TMs vorher waren, zu einem Steinstand gemacht. Und das ist dieser hier. Und hier seht ihr, alle Steine sind hier einmal vertreten, die man braucht für sämtliche Entwicklungen, für 2100 Poke. Das bedeutet, ich kaufe jetzt für meinen Mondstein, das ist der einzige Stein, den ich gerade brauche. Und damit können wir endlich King entwickeln und King kann dadurch endlich einen großen... Ja, ich kann einfach nochmal welchen benutzen, scheiß drauf. Auch wenn das ein bisschen verschwendet gerade ist, aber who cares. Ja, King kann dadurch jetzt endlich hingehen und seine Base-Stats erhöhen. Bisschen mehr von Use sein, sag ich mal. Bisschen stärker sein. Bedeutet, auf Level 41 ist es endlich soweit, King entwickelt sich. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar gute Moves für das Pokémon, aber Fun Fact, als Nidoking lernt das Pokémon eigentlich ziemlich viele relativ gute Moves. Und natürlich lernt Nidoking auch sämtliche TMs, also nicht so wie Mew alles. Aber Nidoking und Nidoqueen haben einen verdammt großen Movepool und die lernen schon sehr viele Sachen. Die lernen zum Beispiel auch Surfer, die lernen Flammenwurf, all sowas halt.
Ist natürlich alles nur suboptimal, vor allem, wenn das Ding Physical Attacker ist und kein Special Attacker. Aber wir müssen halt mal sehen, was wir noch machen können in naher Zukunft. Ich bin überhaupt jetzt erstmal glücklich darüber, dass wir Nidoking haben. Und wenn ihr jetzt mal die Base-Stats hier vom Nidoking vergleicht mit den Base-Stats, die vorher Nidorino hatte, seht ihr halt, dass unsere Stats around-technisch ein bisschen hochgegangen sind. Und jetzt sind wir nämlich auch endlich Bodentyp. Vorher war Nidorino nur Gift-Typ. Jetzt sind wir Giftboden und jetzt können wir die geboostete Stärke, die jetzt auch Step ist mit 80 Base Power, jetzt auch endlich effektiv für uns nutzen, was richtig dope ist. Einziger Nachteil daran ist jetzt, ab jetzt ist Nidoking halt auch schwach gegen Wasserattacken, was ich immer im Hinterkopf behalten muss, wenn ich nicht unbedingt auf die Fresse kassieren will. Das heißt, keine Swap-Ins mehr mit Nidorino aka Nidoking für Wasser-Pokémon. Ich meine nicht, dass ich das meistens gemacht hätte, aber es war halt immer eine Option zwischendurch mal. So, Superschutz ist noch an, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich weiß, ich habe ein bisschen was verschwendet von dem Schutz, aber ich hatte keinen Bock hinzugehen. Ja, ja, mach an. Ich hatte keinen Bock hinzugehen und nochmal ins Inventar dafür zu gehen. Und daher ziehen wir einfach durch. Wir haben mittlerweile den Surfer. Können wir den schon benutzen? Ja, ne? Weil jetzt müssen wir ja surfen. Aber wenn wir den Surfer schon haben, könnten wir auch schon nach Neu-Malfenfroh theoretisch gehen. Aber ich weiß nicht, ob das später in der Geschichte automatisch necessary ist, weil hier unten sind auch Items, by the way. Oder ob... Ja, ob man hier halt später, wie gesagt, nochmal hinkommt oder ob man das jetzt freiwillig machen kann. Aber ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt erstmal darauf, die Hauptgeschichte des Spiels zu spielen. Die ganzen Nebenstorys sind nicht so wichtig, erstens für die Nuzlocke. Die Challenge besteht daraus, die Liga zu besiegen. Und die Challenge besteht nicht daraus, halt sämtliche Quests im Spiel zu schaffen. Außerdem, alle Nebenquests, die ich gerade mache, Freunde, geben mir auch Neben-XP. Und XP ist das, was ich gerade eigentlich am wenigsten haben möchte. Ist tiefblau, das Wasser, ja? Gut, dann müssen wir mal ganz kurz hier rüber gehen. Hier. Hier muss irgendwo Stärke Surfer sein. Okay, und ich bring dann mal Surfer bei... Kosha, würde ich sagen. 90 Damage ist halt super viel. Welche Attacke soll vergessen werden? Okay. Ich würde sagen, wir vergessen entweder Psychoshock oder Lake. Ich würde sagen Psychoshock. Am meisten benutzen wir Tosha halt wirklich für Wassermoves. Psychokinese ist halt bonkers gut. Surfer ist dann auch sehr gut. Und wenn der Gegner dann wirklich mal unter 50% HP ist, können wir anstatt Surfer zu klicken, immer noch Lake klicken. Und damit doppelter Kraft, also damit Base Power 130 demnach, dem Gegner dann ordentlich aus dem Leben treten. Ist halt beides eine gute Option, Surfer und Lake genau deswegen zu behalten. Ironischerweise behalte ich die ganze Zeit Gedankengut und das, obwohl ich Gedankengut gefühlt noch nie geklickt habe. Aber am Ende des Tages möchte ich doch dazu sagen, Gedankengut ist eigentlich ein ziemlich guter Move. Von daher, bin mir überlegen, King ganz kurz Surfer noch beizubringen. Was haben wir denn für Attacken auf King? Der Schneider, Zertrümmerer, Stärke. Okay, nee, wir haben keinen Slot frei auf King gerade. Und wir haben Surfer jetzt auf Tosha, dann sind wir Gucci. Ich glaube, King war auch ein Physical Attacker, wenn ich mich gerade nicht täusche. Habe ich gerade eben schon mal nachgeschaut, aber ich glaube, wir haben sogar einen Physical Attacker Boost Wesen. Ja, haben wir. Deutlich mehr normaler Attack als Special Attack. Und das Pokémon hat auch eine neue Fähigkeit, und zwar Magieschild. Das Pokémon nimmt nur durch offensive Attacken Schaden. Heißt, kein Schaden durch Gift oder sowas, wenn ich mich gerade nicht täusche. Okay. Das Wasser ist tiefblau. Möchtest du den Surfer einsetzen? Yes, Sir. Tosha, mein Girl, mein Boy, mein Girl, wie auch immer. Hilf uns mal hier rüber. Ey. So eine Profi-Angel ist schon was Tolles, meinst du nicht auch? Hell yeah. Aha, da sind wir also der gleichen Meinung. Sehr schön, dafür schenke ich dir diese Profi-Angel. Ey. Ab jetzt können wir bessere Pokémon aus dem Wasser ziehen, wobei die eher randomized sind. Versuche überall dein Anglerglück, wo du Wasser findest. Wer weiß, was am Ende dabei ist. Ist hier irgendwas hidden? Eisen. Wusste ich doch, dass da was hidden ist. I knew it.
Ah, okay, okay. Und ihr wollt jetzt hier kämpfen. Alles klar. Aber auf Route 118 hatten wir schon einen Angel-Encounter, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen können wir uns jetzt hier gerade auf Route 118 keinen neuen Encounter holen. Bis wir nicht eventuell dann dazu bereit sind, halt weiterzugehen. Okay, hier kann ich nichts machen mit Channa. Ich muss auswechseln auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich lasse hier mal Cinder Action machen. Wir sind hier 31, das heißt, die sind immer noch so weit unter mir, dass ich hier ohne Probleme durchkommen sollte. Aber gleichzeitig sollten die auch ganz gut XP hier geben, die Gegner. Das ist ein typisches progressives Pokémon-Spiel hier gerade. Hell yeah. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mich mega verwirrt hat, Freunde. Ich muss hier auswechseln, by the way. Eine Sache, die mich mega verwirrt hat, und ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube nicht, dass es so in standardmäßigen Pokémon-Spielen ist. Ist euch gerade aufgefallen, dass Channa die gleiche Menge XP gekriegt hat wie Cinder? Wie gesagt, das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Normalerweise sollte die XP, die man bekommt, geshared werden. Und das ist mir auch schon beim Grinden aufgefallen, als ich in der Grinding Montage gegen die Arceus gegrindet habe. Dass, wenn ich nur mit Channa Arceus besiegt habe, habe ich zum Beispiel 1000 noch was XP gekriegt. Wenn ich allerdings Channa und ein anderes Pokémon eingewechselt habe, haben beide die 1000 XP gekriegt. Heißt, die 1000 XP, die ich standardmäßig durch Arceus besiegen gekriegt habe, die sind nicht geteilt worden zwischen beiden Pokémon, sondern beide Pokémon haben volle XP für den Kampf bekommen. Ich glaube, das ist ein Bug, weil das hier eine Custom-ROM ist. Und das erklärt auch, by the way, warum wir so extrem viel XP bekommen. Weil alle Pokémon, die am Kampf teilnehmen, automatisch gleich viel Baseline-XP kriegen. Ich versuche euch das gleich mal zu zeigen, wenn wir einen wilden Encounter finden können. Damit ihr versteht, was ich meine. Aber hier kommt jetzt erstmal Story, wenn ich mich nicht täusche. Hell yeah. Boah, Mann, das ist so lange her, dass ich den gemacht habe. Ich kann mich an seine Stimme gar nicht mehr erinnern. Seid nicht mad, wenn ich dem Guten eine andere Stimme gebe. Troy, unser Boy hier, ist badass. Er hat einfach eine geile Voice verdient. Irgendwas total Entspanntes, Champion-mäßiges. So richtig siegessicher und ruhig. So total... hallo. Lange nicht gesehen. Wir sind uns doch in der Granithöhle begegnet, oder? Warte, gleich komme ich drauf. Dein Name ist Gimp, nicht wahr? Schön, dich zu sehen, dass du deine Reise gesund und munter fortsetzen konntest. Sag mal, Gimp, wie du weißt, leben wir in einer großen Welt, auf der eine Vielfalt an Pokémon wohnt, die jeweils unterschiedliche Typen angehören. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren oder sich auf einen Typen spezialisieren. Was liegt dir mehr als Trainer? Ah, naja. Nicht, dass es mich groß was angeht. Aber in deinem Fall würde mich das durchaus interessieren. Nun gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich würde mich freuen, dich mal wiederzusehen. Mein Girl Latias... Latias! Was willst du uns sagen? Sollen wir auf deinen Rücken springen? Gimp? Komm mit! Ich glaube, Latias bittet uns um unsere Hilfe. Also dann, los geht's! Die Musik ist so geil in der Overworld. Da, 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 da. Mann, Oras hat so gute Musik, Mann. Und auch die ganzen Story-Elemente und so. Und diese Cutscenes, Mann. Immer wenn ich an Pokémon Sword and Shield denke, denke ich, ja, Pokémon Sword and Shield hat aufgebaut auf Oras, sieht besser aus, ist halt nicht mehr eine 3DS-Grafik. Aber die ganzen Cutscenes, Mann. Wenn ich daran denke, wie Zacian und Zamazenta sich umgedreht haben in der Animation, wie so ein
wie so ein 3D-Objekt, was keine Movements hat, was sich einfach nur über den Boden geschliffen hat und so. Das sind halt diese typischen Pokémon-Fehler. Und das war halt mit so einer alten 3DS-Grafik echt vergebbar, weil der 3DS überhaupt nicht powerful war. Aber dann sieht man die Nintendo Switch und vergleicht Pokémon mit Mario Odyssey oder Zelda Breath of the Wild und du fühlst dich verarscht, dass Pokémon sich immer noch so umdrehen, als wenn sie irgendwelche Steine wären, Mann. Egal, ich sollte mich nicht immer über Sword and Shield aufregen. Das sind gute Spiele, aber es enttäuscht mich halt. Ich habe so viel mehr erwartet. Da wären wir. Vielen Dank, Latias. Was für ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür. Aber ich fühle mich aus irgendeinem Grund verunsichert. Mir ist, als würde ich mich in einem Traum oder einer Illusion befinden. Mir wurde erzählt, dass auf dieser Insel zwei Pokémon hausen, die das Geheimnis einer mächtigen Form der Pokémon-Entwicklung hüten. Gemeint ist die Mega-Entwicklung. Ob es wohl jemand auf dieses mächtige Geheimnis abgesehen hat? Wir sollten dem näher auf den Grund gehen. Sure, warum nicht? Ich hab vergessen, ob es hier irgendwelche Sachen gibt oder so. Denen er ungefähr suchen sie zu Halt. Hä? Die denen die Erinnerung verblasst, versuchen sie im Herzen zu halten. True. Absolut true. Latios, mein Boy. Latios. Welch eine umwerfende Erscheinung. Wäre dieses Pokémon ein Stein, dann wäre es wohl ein Wasserstein. Oder warte, ein Funkelstein beschreibt seine strahlende Schönheit noch viel besser. Es steht selbst den edlen Stahl-Pokémon nichts nach. Das sind doch Mitglieder von Team Magma. Jetzt wird mir einiges klar. Latios und Latias wussten sicher, dass sie kommen würden und haben uns deshalb zu sich gerufen. Und wer seid ihr? Oha! Kommandantin Jurdis. Das Kind dort ist das, von dem alle reden. Angeblich stellt es sich uns ständig in den Weg. Aber wer ist dieser vornehm gekleidete Schnösel? Ich werde das Gefühl nicht los, ihn irgendwo schon mal gesehen zu haben oder zu kennen. Ist er vielleicht ein Wettbewerbsstar? Mir geht's ähnlich. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ihr beiden verschwindet jetzt besser. Team Magma benötigt das Pokémon hinter euch. Genau wie den Megastein, den es bei sich trägt. Ich werde mich mit nichts anderem zufrieden geben. Also, verschwindet endlich. Genau diese Antwort wollte ich hören. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Wir müssen Latios vor diesen Schurken beschützen. Latios und der Megastein dürfen auf keinen Fall solche Ganoven in die Hände fallen. Dann habe ich keine andere Wahl. Ich werde euch vernichten. Hey, let's go, let's get it. Okay, let's go. Oh, Farbigel. Das sieht ja mal dope aus. The fuck? Okay, wir machen Mondgewalt auf Linfu. Ballern das Ding erstmal in die nächste Dimension. Ich schwör, Troy, du bist mein Boy. Enttäusch mich nicht. Bitte greif den Gegner an und mich nicht. Das wäre echt Cancer, wenn du mich angreifen würdest. Kann passieren, ne? Genauso wie Arenaleiter sich selbst angreifen und so, kann das jetzt hier auch passieren. Deswegen mag ich random Kämpfe mit random Trainern, nicht in Randomizern. Oh, wie oft habe ich jetzt random in einem Satz gesagt? Das ist total random. Kappa. Okay, das war total useless, was du da gemacht hast. Ich mach mal eine Matschbombe auf das Kinoso. Ich glaube, das war ein Pflanzentyp. I don't remember, wenn ich ehrlich bin. Yep, das zieht ordentlich. Sonnentag, du bist schon in deiner Sonnenform. Wenn ich mich nicht täusche. Normalerweise ist seine normale Form nämlich die andere Form. Die Blüte. Okay, noch einmal die Attacke drauf da. Er benutzt eine Top-Genesung. Okay.
Ich glaube, Farbigel ist ein Dark-Type. Vielleicht Dark Ground, weil es so schwarz und braun ist. Und vor allen Dingen, es macht die ganze Zeit halt auch Attacken, die mich daran erinnert, zur Verfolgung und sowas. Wir sind vergiftet, kommt nochmal die Verfolgung und wir killen jetzt hier mit der Matschbombe, okay. Gift war nicht necessary, aber nice to have. Ba 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 da ba ba. So, yes! Wir wollen es lernen, logischerweise. Zauberschein. 80 Damage Special. Das hier ist 90, 95 sogar, Single Target. Das hittet aber beides. Diebiskus heilt uns zwar, aber ist deutlich schwächer. Ich hau mal Diebiskus raus und lerne die bessere Fairy Attack. Das heißt, wenn eine mal AP leer ist, haben wir immer noch die andere. Und wir haben natürlich jetzt auch eine Attacke für Double-Kämpfe, für zukünftige Arena-Leiter, was einiges besser ist. Viridium! Ey, mein Freund, was geht bei dir? Jetzt kann ich nochmal Rache an dir nehmen, dafür, dass du mir Raijin weggenommen hast. Nicht nur das, sondern natürlich hat die böse Team Magma 2C mit Namen, die besonders ist und demnach eine hohe Position bei Magma hat. Natürlich hat die ein seltenes Pokémon. Und ich weiß nicht, warum gefühlt jeder Bösewicht in dem Spiel, der ein seltenes, starkes Pokémon dabei hat, Viridium dabei hat, als Fairy-Type. Was ich allerdings weiß, ist, dass wir dich einfach zerfickt haben. Okay, da kommt raus Pandya. Okay, das Ding kann ich nicht ernst nehmen. Ich gebe ihm einfach eine Mondgewalt und schicke ihn einfach mal auf die nächste Dimension, auf den Mond, würde ich sagen. Interesting, Angriff sinkt, Special-Angriff sinkt. Und es wechselt aus. Cool. Relaxo, Boy. Mondgewalt kommt raus, connected und... Two-Shot, oder? Ja, Two-Shot. Natürlich sind wir verwirrt dadurch, macht Irrschlag immer. Ist halt typisch Irrschlag, aber ich hoffe mal, das Relaxo des Gegners geht jetzt mal ganz kurz hin und macht das Pandya hier easy weg. Wir outspeeden sogar, aber klar. Ah, okay, und wir kommen durch die Verwirrung durch und killen. Wunderschön. Ba, 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 ba. Gigastoß ist fehlgeschlagen. Da kommt noch ein Pikachu. Oh, Download Pikachu. Und es ist nicht nur ein Pikachu, sondern es ist ein Cosplay Pikachu. Und Cosplay Pikachu ist im Study Look. Im Professor Wissenschaftler University Look. Kinda cute, not gonna lie. Mondgewalt kommt durch, wir sind an der Verwirrung vorbeigekommen. Diese Episode haben wir, was das betrifft, ein bisschen Luck. Und Gigastoß von Relaxo kommt raus und finisht das Pikachu. Ey, let's go. Und Level 40 auf Shanna. Shanna dreht durch. Hell yeah. Wir sind einfach zu stark. Dieser Kampf ging aus wie erwartet, aber gleichzeitig auch unerwartet. Ich habe dich ins Visier genommen. Ab jetzt bist du Teil eines Experiments. Ich werde dich einer sorgfältigen Analyse unterziehen. Du wirst bis in alle Ewigkeit mein Versuchsobjekt sein. Treten wir den Rückweg an. Nicht so schnell! Einen Augenblick, Kommandantin Yerdis! Das wäre überstanden, Gimp. Ach ja. Ich heile am besten gleich mal dein Team. Thanks, Bro. Du hast dich fantastisch geschlagen. Dieses Pokémon trägt einen Megastein bei sich. Ohne dich wäre er sicher in ihre Hände gefallen. Ich bin mir sicher, Latios hat dich inzwischen auch als vertrauenswürdigen Trainer anerkannt. Sieh nur, es bietet seine Unterstützung an. Ich glaube, es will dich auf deiner Reise begleiten. Worauf wartest du noch? Schnapp es dir. Latios wurde in dein Team aufgenommen. Hell yeah, buddy. In deinem Pokémon-Team war kein Platz mehr. Bitte wähle ein Pokémon aus, das in den PC gelagert werden soll. Für den Moment packe ich das Ei in den PC. Möchtest du Latios einen Spitznamen geben? Guck, ob Latios randomized ist. Es ist anscheinend randomized. Es ist kein Latios, sondern ein Latias. Interesting. Ich mag Latias sowieso lieber als Latios.
Ich weiß nicht, ich finde das Female-Pokémon von den beiden ehrlich gesagt süßer und die rote Farbe, das Rot-Pinke, ist auch einiges cuter als das Blaue. Ich weiß aber auch, dass beide ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Ironischerweise nenne ich meine Latias eigentlich immer Shanna. Aber wir haben schon eine Shanna in unserem Team. Weil genau deswegen habe ich Shanna Shanna genannt, weil Shanna diesen Rot-Pink-Ton hat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nämlich genau der Spitzname, den ich immer meinem Latias gebe. Ha. Haben wir irgendeinen anderen Namen, der sich so ähnlich anhört, den ich kenne? Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich nenne das jetzt einfach... Anuja. Hell yeah. Anuja umklammert den Latios Needs. Heißt es, ich kann es jetzt nicht mega entwickeln, weil es halt ein Latias und kein Latios ist. Hier, ich hab da was für dich. Ey, looking fresh, looking cool. Mega armreif, sehr schön. Ich glaube, das war gerade das Thumbnail für die Episode, Mann. Entweder das oder halt das Latias am Wasser. Wenn du diesen Mega-Armreif trägst und eng mit deinem Pokémon in deinem Team befreundet bist, das einen passenden Megastein bei sich trägt, kannst du ihm eine gewöhnliche, außergewöhnliche Form der Entwicklung auslösen. Die Mega-Entwicklung. Probier's in deinem nächsten Kampf einfach mit Latios aus. Latias. Die Mega-Entwicklung gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Was hat es mit den Megasteinen auf sich? Und woher kommen die Steinschlüssel oder Schlüsselsteine? Was steckt hinter dem Phänomen der Mega-Entwicklung, das Menschen und Pokémon miteinander verbindet und ihnen neue Kräfte verleiht? Ich hoffe, der Mega-Armreif, den du gerade erhalten hast, wird dir helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Aber nun lass uns zurückkehren. Zusammen mit Latias natürlich. Es wartet sicher schon auf uns. Ba, 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 ba. Gute Arbeit, Gimp. Ich glaube, es bittet dich, gut auf Latios aufzupassen. Auf sich selbst meinst du wohl eher? Ich muss sagen, du hast meine Erwartungen weit übertroffen. So stark wie du bist, wirst du sicher auch auf Route 119, sowie die dahinter gelegenen Arena von Baumhausen City, problemlos hinter dir lassen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du bestimmt noch mal ein ganzes Stück erwachsener sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie du dich weiterentwickeln wirst. Bis bald, Gimp. Danke, mein Boy, danke. Aber wir gehen mal ganz kurz ins Pokémon Squad rein. Anuja, meine Gute. Du bist auch schon 35, wenn man dich hier kriegt. Kampfgeist-Typ hat eine Special-Form. Und zwar die Kampfgeist-Form in Lila. Lila-Braun. Oh, ich bin jetzt richtig happy darüber, dass ich dich Anuja genannt habe. Nachtnebel. Okay. Spukball. Yeah, goddamn. Psychokinese. Gedankengut. Okay, aber wir sind ein Kampftyp. Und die meisten Kampfattacken außer Auras 4 sind nicht wirklich... Special. Warte mal, wie sieht unser Stat aus? Okay, wir sind Max Initiative. Minus Special Attack. Oder, nee, Minus Attack. Und unser Special Attack ist unser Attack-Wert. Okay, das heißt, obwohl wir ein Kampftyp sind, greifen wir Special an. Das heißt, wir sind kein Physical Attacker overall. Spukball, Psychokinese, Gedankengut ist halt geil. Und wir haben den Latias Need automatisch dabei. Das heißt, Mimsu hat das verändert. Sehr geil. Gute Arbeit, mein Freund Mimsu. Sehr gute Arbeit. Ich bin schon fast am überlegen, ob wir Anuja ins Team aufnehmen. Einen Kampftypen haben wir noch nicht. Und was war der zweite Type noch gleich? Kurzzeitgedächtnis und so. Ich glaube, das war ein Dings-Type, ein Ghost-Type, ne? Ja, Ghost-Type. Wir haben keinen Ghost-Type im Team. Wir haben weder Ghost noch Kampf. Ich bin echt dafür, dass wir das Pokémon ins Team aufnehmen. Ich habe zwar die ganze Zeit gesagt, ich nehme Dialga und so nicht mit, Arceus, weil ich kein Fan davon bin, durch Scammeten Legendaries zu laufen. Aber ich habe das Gefühl, dass Anuja in unser Team erstens gut reinpasst, zum zweiten das einzige Mega ist, was wir gerade haben. Und dann kommt auch noch dazu halt, dass wir definitiv in der Lage sind,
aus Anuja sofort Use zu machen. Weil wenn wir Anuja jetzt sofort trainieren, kann Anuja sofort mithalten. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich möchte trotzdem auch noch das Ei ausbrüten. Sprich, ich werde irgendein anderes Pokémon erstmal in den PC legen, um das Ei rauszuholen, damit wir sehen, was wir aus dem Ei bekommen. Aber meine Freunde, ich würde sagen, wir machen hier erstmal den Cut. Nächste Episode gibt es einen neuen Encounter. Nächste Episode gibt es die neue Route. Das war's erstmal für heute. Wir haben erfolgreich das Latias-Latios-Event gespielt. Aus Pokémon Oras oder Twisted Rubin in dem Sinne. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, einen Daumen nach oben. Abonniert zum Kanal, damit ihr keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Die nächsten Folgen werden Hype. Verlasst euch drauf. Ich bin raus, wünsche euch so wie immer noch einen super tollen Tag. Lasst euch gut gehen, gerade bei den Temperaturen da draußen. Verbrennt euch nicht, aber lasst euch trotzdem gut gehen. Chillt, gönnt euch schönes Wetter. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.